Ja, das da unten, das ist Brunkensen. Und ja, diesen herrlichen Blick auf Brunkensen und den dahinter sich auftürmenden Duinger Berg, den hat man, wenn man sich oben im Rettberg befindet. Ja, und da bin ich jetzt gerade und genieße hier den frühmorgendlichen Blick Richtung Glenetal, Richtung Reuberg, und im Hintergrund lacht der Hils und lachte der Id. Ja, wenn ihr sehen wollt, wie so eine schöne Wanderung hier durch den Rettberg von Süd nach Nord so aussehen kann und was man da so alles erleben kann, ja, dann bleibt einfach mal dran. Ja, gleich wird der Umsetzer Gerzen, der da oben auf dem Reuberg ist, in Sonnenlicht getaucht. Und diesen Blick hier auf den Umsetzer Gerzen hat man am Fuße des Rettberges. Und der Fuß des Rettberges, der ist direkt oberhalb von Alfeld, ja, an der B3. Und ja, da hinten liegt Alfeld, da geht gleich die Sonne auf. Und hier soll es jetzt hochgehen in den schmalen, langgezogenen Rettberg. Rund 7 Kilometer Tour hier geplant. Einmal bis hinten nach Godenau quasi, also oberhalb von Limmer, und dann wieder zurück. Ja, jetzt geht's erstmal los, pünktlich zum Sonnenaufgang. Ja, da geht's jetzt erstmal rein und ich hoffe, dass die Pfade einigermaßen, ja, begehbar sind. Sonst habe ich wieder, wie bei meiner Tour über den Külfkamm, das Problem, dass ich wieder Millionen von Zecken hier an meiner Hose habe. Und heute habe ich hier leider eine schwarze Hose an. Das heißt, das könnte dann echt zum Problem werden. Ja, ansonsten schaudert es mich gerade über Rücken und Ellenbogen. Denn wir haben heute Morgen hier nur 8 Grad. Und das ist natürlich für, ja, Ende August doch ganz schön kalt, wie ich finde. Na gut, erstmal rein in den Wald und dann sehen wir weiter. Ah, noch nicht viel zu sehen vom Sonnenaufgang hier oben auf dem Kammweg vom Rettberg. Aber ich denke mal, das wird gleich noch kommen, denn die Sonne ist schon aufgegangen. Ja, der Rettberg an sich ist ja nur 183 Meter hoch. Das heißt, dieser kleine langgezogene Berg wird von den umliegenden Bergen, wie dort im Süden dem Schlehberg oder dort im Westen der Reuberg. Und dann haben wir natürlich noch die 7 Berge da weiter im Osten und im Norden den Külf. Ja, von diesen ganzen umliegenden Gebirgszügen wird dieser Rettberg natürlich weit überragt. Aber der Rettberg ist zum Beispiel maßgeblich dafür verantwortlich, dass, ja, Alfeld von Warzen getrennt ist und Brunkensen von Limmer. Das heißt, ja, hier dieser Gebirgszug durchschneidet quasi unsere Region hier, das herrliche Lahnebergland. Und schon allein deswegen ist dieser Gebirgszug auf jeden Fall eine kleine Wanderung wert. Ja, und diese kleine Wanderung hat mich jetzt schon oben auf den Kammweg geführt. Und hier geht der Weg immer weiter entlang des Kamms, immer zwischen Alfeld und Gerzen hier lang ziehend. Ja, und ich will mal schauen, was mir hier noch so über den Weg kreuzt. Bisher nämlich gar nichts. Ich höre hier nur, ja, den Lärm der B3, die ja hier um Alfeld rumführt und dann natürlich hier oben sehr präsent zu hören ist. Okay, also wieder viel geredet, aber trotzdem knapp 100 Meter geschafft in der Zwischenzeit. In die Richtung, ja, da geht's jetzt weiter. Ja, hat ein bisschen gedauert, ehe das scheue Reh den Sprödi hier auf dem Kammweg entdeckt hat. Aber der Sprödi hat auch gestanden wie eine Steinsäule. Da hatte das Reh gar keine Chance. Wahrscheinlich hat es nur das rote Licht meiner Kamera gesehen. Ach, sonst wäre es hier direkt in meine Arme gelaufen. Ja, weiter geht's.
Ihr habt es gesehen, herrliche Aufnahmen hier vom Rettberg. Und oben aus der Luft konnte man auch gut sehen, wie schmal der Rettberg eigentlich ist, der sich hier herrlich durchs Leine Bergland zieht. Ja, ich bin jetzt, ja, während ihr die Drohnenaufnahmen genossen habt, schon ein kleines Stück weitergegangen. Ich bin jetzt hier an der K405 zwischen, ja, Warzen und Alfeld. Und die K405 muss ich jetzt ein kleines Stück hochgehen. Und dann führt der Weg wieder rein in den Rettberg. Und dann geht es weiter Richtung Godenau. Ja, ich denke mal noch so, ja, 1,5 Kilometer. Dann müsste ich an meinem nördlichsten Punkt auch schon angekommen sein. Ja. Also, weiter geht's Richtung Norden. Ja, ihr habt es eben auf den Luftaufnahmen gesehen. Warzen habe ich hinter mir gelassen und im östlichen Bereich, da bin ich jetzt auf Höhe des Industriegebietes Limmer. Und hier eine schöne Waldlichtung, die einen tollen Blick hier auf Brunkensen im Tal zulässt. Brunkensen liegt hier unten. Dahinter haben wir zwei Berge. Der eine hört auf und der andere fängt an. Da zwischen den Bergen, da haben wir das Glenetal mit der Lippoldshöhle. Ein tolles Ausflugsziel hier in der Region, sehr, sehr beliebt. Zur Linken der Berg, der aufhörte, das ist der Reuberg mit seiner Reuberghütte. Ein auch sehr interessantes Wandergebiet, habe ich auch schon mal ein Video drüber gemacht. Der Reuberg hier im Lahnebergland habe ich euch gleich mal hier oben verlinkt. Und zur Rechten der Berg, der da anfängt, das ist der Duinger Berg. Und der beginnt ja gleich mit einem Paukenschlag, denn da oben haben wir die Wolfskanzel. Eine tolle Ausflugsklippe hier in der Region, habe ich auch schon mal ein frühmorgendliches Video gemacht. Die Wolfskanzel gleich hier oben mal, ja, verlinkt. Und dann haben wir da mit dem angedeuteten Reste des Steinbruchs, das ist der Kikedal. Und zwischen Wolfskanzel und Kikedal, da führt die Wolfsschlucht lang. Das ist Teil des Idhilsweges und die führt dann weiter in den Duinger Berg mit Babenstein, mit Lahnebergland-Balkon und. Und ganz hinten, diese hohe Erhebung da, dieser Zipfel, das ist der Hilz. Das ist die höchste Erhebung im Hilz. Das ist die bloße Zelle mit 480 Metern über Normalnull und dadurch ein ganzes Stück höher als hier der Rettberg. Und im Hintergrund, eben bei der Zoom-Aufnahme hat man es gesehen, da ist eine Antenne zu sehen. Das sind die Idwiesen. Dort haben wir also auch noch kleine Ausläufer des Ids zu bewundern. Ja, und mein Weg, der führt jetzt hier weiter. Und da hinten sehe ich schon meine Schutzhütte. Das ist mein nördlichstes Ziel hier auf meiner Wanderung. Ja, und da wollen wir jetzt mal schnell hin. Ah, meine erste Schutzhütte ist erreicht, die Brunkenshütte. Und die Brunkenshütte hat ihren Namen deswegen bekommen, weil sie hier oberhalb von Brunkensen liegt und einen herrlichen Blick, ja, hier auch wieder Richtung Glenetal bietet, Richtung Brunkensen, Richtung Reuberg und aufsteigenden Duinger Berg mit Kikedal und Wolfskanzel. Und im Hintergrund natürlich der Hilz, alles andere hier in der Region überragt. Ja, ein herrlicher Blick hier an der Brunkenshütte. Aber meine eigentliche Hütte, das ist die Limmerhütte oberhalb von Limmer. Die ist noch ein kleines Stück Richtung Norden und dahin geht es gleich weiter. Aber jetzt hier erstmal ein kurzes Päuschen und dann, ja, die letzten Meter Richtung Limmerhütte. Ja, die Limmerhütte hier ist erreicht. Ja, hier oben oberhalb von Limmer bietet sie einen tollen Blick Richtung Osten. Ja, hier direkt aufs Industriegebiet Limmer hier mit seiner großen, ja, Stromtrasse. Aber im Hintergrund sehen wir dann natürlich Altlimmer, Alfeld. Da hinten liegt Eimsen, herrlich. Da, wie gesagt, Alfeld, Papierfabrik. Und dann da ganz hinten zwischen Sackwald und Selter liegt Frieden noch im Nebel. Ja, ein herrlicher Anblick hier oben von der Limmerhütte. Und ja, ich denke mal, schauen wir uns dieses Gebiet hier nochmal von oben an. Ja, und dann geht's aber auch schon wieder zurück.
Die sieben Berge kann man hier vom Rettberg oberhalb von jetzt Alfeld hier sehr schön erkennen. Hinten der Hörzen, daneben der Tafelberg, hier vorne dann auch schön der Himmelbergturm zu erkennen. Ja, sehr schöne Aussicht und ja, ein reges Treiben da unten in Alfeld. Ja, mein Weg, der führt ja jetzt hier wieder weiter zurück Richtung Kreisstraße 406, die da von Alfeld hoch nach Warzen führt und dann das letzte Stück noch im Rettberg wieder zurück Richtung Gerzen. Ja, damit geht meine 7 Kilometer lange Rundtour hier im Rettberg auch wieder dem Ende entgegen. Ja, herrliche Impressionen auch aus der Luft, gerade heute Morgen, wo die Sonne aufgegangen ist und hier noch das ein oder andere Nebelfeld entlang der Leine gezogen ist. Also von daher hat es sich hier auf jeden Fall gelohnt und die Brunkenshütte und die Limmerhütte bieten ja tolle Blicke hier ins Leinebergland. Ja, also von daher von mir einen Daumen nach oben. Jetzt seid ihr dran. Daumen nach oben, Abo da lassen. Das lässt mein Herz höher schlagen und bringt mich dann auch in der Abonnentenzahl mal ein bisschen nach vorne. Ja, ansonsten schaut mal durch meinen Kanal. Viele tolle weitere Wanderziele hier in der Leine-Bergland-Region erwarten euch. Wir haben ja unterwegs schon das ein oder andere Highlight an Berggipfeln hier gesehen. Da sei jetzt nochmal die bloße Zelle erwähnt. Daneben ist dann der große Sohl mit dem Wilhelm-Rabe-Turm. Ein sehr, sehr interessantes Ausflugsziel hier in der Region. Habe ich auch schon mal ein Video drüber gemacht. Der Wilhelm-Rabe-Turm im Winter allerdings. Da war es dann noch ein bisschen kälter, nicht nur 7 Grad, sondern ja minus 20. Als ich da im Winter hochgekraxelt bin, habe ich euch hier oben gleich mal verlinkt. Dann hatten wir im Hintergrund den Eid gesehen, da oben bei den Eidwiesen. Da befindet sich auch das Klettergebiet mit den Lürdeser Klippen und auch da kann man ja wunderschöne, ja mystische Orte entdecken. Auch da habe ich schon mal ein Video drüber gemacht. Die Lürdeser Klippen habe ich euch gleich mal hier oben verlinkt. Ja, ansonsten im Norden Kallenberger Bergland mit Deister, Sündel, Osterwald und auch viele tolle Wanderziele dort zu entdecken. Da habe ich euch gleich mal an dieser Stelle die komplette Playlist von Deister und Sündel verlinkt. Schaut mal durch, lasst euch inspirieren, geht raus und genießt die herrliche Region hier im Leinebergland, im Weserbergland, aber auch im Kallenberger Bergland. Ja, ich marschiere hier stramm zurück Richtung Gerzen, da wo mein Auto steht und sage Tschüss, euer Sprödi. Und ich verabschiede mich wie immer nochmal mit ein paar schönen Impressionen hier vom Rettberg und dem herrlichen Umland. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.